Hallo und ein herzliches Willkommen auf meinem kreativen, kunterbunten Bastelkanal. Heute habe ich wieder ein kleines Tutorial für euch und zwar habe ich dieses kleine Heftchen gebastelt. Dort sollen sich demnächst drei ATC-Coins drin verstecken und dieses kleine Heftchen basteln wir gemeinsam anschließend. Ich bastel und ihr könnt gerne zuschauen. Ja, da habe ich dann so eine kleine Laterne draufgeklebt. Im Hintergrund ist so geprägtes, glänzendes, matt glänzendes, matt glänzendes, mattes. Naja, jedenfalls so die Art hier. So ein geprägtes Papier habe ich so dahinter geklebt. Das ist so ein bisschen matt, sagen wir mal so. Und dann habe ich hier aus Moosgummi ein Fahrrad ausgestanzt. Und hier habe ich noch ein paar Blümchen aufgeklebt, ein Herzchen geprägt. Und die kleinen Schmetterlinge. Dazu habe ich ja die Stanze, die ich mir vor kurzem, längerem, ist ja auch egal, gekauft habe. Ja, und hier ist ein Magnet. Damit kann man das Heftchen öffnen. Und dann sind da die Einstecktaschen drin, das sind die, wo auch die ATC-Karten reingehören. Und da habe ich dann ein bisschen Motivpapier reingeschoben und die Dinger aufgeklebt. Hier kann man dann noch was zuschreiben, wenn man möchte. Und dann hat man eine schöne Verpackung, finde ich. Vorher dekoriert man dann noch ein bisschen und das hat so den Effekt, eventuell eine Tasche. Man kann es auch so rum machen. Finde ich, der Verschluss, der gefällt mir richtig gut. Ja, und da ich demnächst mit der lieben Eva tausche, habe ich dann noch eine gebastelt. Noch eine? Noch ein Heftchen. Ein Heftchen für ATC-Coins. Das habe ich dann auch mit einem Magnet verschlossen. Das ist ein kleines Häuschen und die Katze. So ein Tagrahmen. Dann kleinen Schmetterlinge hier. Ja. Und dann kann man das auch genauso öffnen. Hinten steht noch mein Name. Und wann ich es gebastelt habe. Und dann sind da die drei ATC-Coins drinne und noch ein bisschen was hingeschrieben. Das Mäuschen schenkt dir Glück und ein paar Blümchen für dich und ein Glückspilzchen für dich. Oder ein Glückströpfchen. Aber es kann auch ein Glückspilz sein. Also dieser hier, den er in der Hand hält. Ja, da hätte ich auch Glückströpfchen hinschreiben können. Aber die sind ja nun, glaube ich, bekannt, meine Glückströpfchen. Ja, das sind meine beiden ATC-Coin-Heftchen. ATC-Coins-Heftchen. Ach, schweres Wort. Ja. Dann habe ich noch eine Karte im maritimen Stil gebastelt. Da hatte ich den Tag ja schon, den habe ich jetzt noch ein bisschen verändert, damit ich den hier raufbringen kann auf die Karte. Hier habe ich so eine Rosette draufgeklebt. Magische Grüße. Hier ist mein Repingi und noch so ein kleiner Fisch. Hier ist so eine hübsche Stanze. Finde ich, sondern die Ausstanzung mit dem Seepferdchen finde ich sehr hübsch. Und auch diese kleine Krake, diese Ausstanzung gefällt mir. Sonst würde ich sie auch nicht nehmen. Ja, so ein kleines Band dran. Und dann kann man das so aufstellen und sich ein bisschen angucken, ein Weilchen, bis man sie nicht mehr sehen will. Hier drin sind dann die lieben Grüße. Ja. Habe ich schon gesagt, dass die liebe Eva auch einen Bastelkanal hat? Habe ich schon gesagt? Naja, ich weiß nicht. Jetzt sage ich es dann. Den verlinke ich euch sehr gern in der Infobox. So, jetzt schön deutlich sprechen, bitte. Mein Ding wackelt schon wieder hin und her. So, und wir wollten also eine Karte im maritimen Stil tauschen. Dann ein 1, 2, 3 ATC-Coins. Und dann haben wir uns noch gesagt, ist ja ein bisschen wenig, machen wir doch noch eine Embellishment-Box. Und dann habe ich denn mal eine gebastelt. Meine sieht so aus.
Also im Pastell sollte das sein. Also meine Lieblingsfarbe ist ja Pastell. So, und dann sieht das so aus, meine Embellishment-Box. Ja, bisschen Spitze, noch ein bisschen Spitze, ein paar Moosgummi-Röschen, dann hier meine eigene Kreation. Dann habe ich da geschrieben, deine Schatztruhe. Und da habe ich so geprägtes, glänzendes Papier genommen. Hier habe ich so einen Acrylschmetterling und so ein paar Glitzersteinchen drauf. Dann habe ich hier meine geprägten oder gefalteten Blätter. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Kann ich euch gerne in der Infobox verlinken. Hier ist noch ein gehäkeltes Blümchen von mir. Hier so eine kleine Schleife, finde ich auch niedlich. Dann habe ich ein paar Federn mit reingesetzt. Ja, und hier noch von dieser Borte, da waren die Enden noch so halb abgefitzelt. Da habe ich dann die extra noch ausgeschnitten und dann hier so an der Seite aufgeklebt. Ja, so sieht dann meine Embellishment-Box von außen aus. Und von innen sieht dann befüllt mit schönen Sachen, die Bastelfreude machen. Hier ein paar Röschen. Dann habe ich hier noch so einen kleinen Bilderrahmen. Wie ich diesen mache, kann ich euch auch gerne in der Infobox verlinken. Dazu habe ich auch ein Video gedreht. Hier so ein paar Kleinigkeiten drin. Hier habe ich noch so ein kleines Strickzeug. Auch da kann ich euch das Video verlinken. Da habe ich auch ein Tutorial zu gemacht. Dann hier so ein Blümchen aus Wolle, ein gehäkeltes Blümchen. Ja, hier auch noch, wie man dieses Blümchen häkelt, da habe ich auch ein Tutorial zu gemacht. Oh, es geht weiter, die Tutorials überströmen euch nur so. Kann ich auch gerne in der Infobox verlinken. So, das ist jetzt die Schachtel mit den selbstgemachten Sachen. Ja, hier noch so ein paar Blätter. Also halt alles so ein bisschen in Pastell. Kleinigkeiten zum Verbasteln. Hier die Schleifchen. Da habe ich noch ein paar Glitzersteinchen. Dann habe ich hier so ein paar schöne Ausstanzungen. Hier noch ein paar Fimo-Blümchen. Dazu habe ich einen Mold und dann einfach reingedrückt und dann gebacken. Hier noch ein paar Schmetterlinge. Die sind auch hier drauf, wie man sieht. Ein Glöckchen zu Weihnachten. Hier noch ein bisschen Pailletten. Hier so kleine Perlenkappen. Schleifchen und Brett. Was ausgestanztes. Ja, auch nochmal ein Fahrrad aus Moosgummi. Und da noch alles kleine Stoff. Schmetterlinge und Käferchen. Hier habe ich noch ein paar Briefmarken ausgestanzt. Hier ist nochmal das Goldene und das Bronzene, naja, so rötliche geprägte Mauerwerk. Dann habe ich hier noch so ein kleines Anhängerchen. Auch dazu habe ich ein Tutorial gemacht. Verlinke ich euch auch sehr gerne in der Infobox. Und dann haben wir noch ein bisschen Bling, 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 Glitzer. Wollte ich schon sagen, nee, das ist mehr so Acrylschmetterlinge. Ja, das könnte ich eigentlich auch extra einpacken. Oder? Naja. Ach nö, kann auch hier rein. Wenn man so alles nacheinander so rausnimmt, dann hat man seine Freude dran, hoffe ich doch. So. Das muss ich hier ein bisschen biegen, weil es ein bisschen groß ist. Aber ich finde es schön, schön vollgepackt und mir gefällt sie. Ja, machen wir sie mal wieder zu, damit wir sie von oben sehen können. So. Und das war mein kleines Bastel-Update mit Tutorial hinten dran. Da wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Nachbasteln.
bedanke mich ganz herzlich, meine Güte, fürs Zuschauen und sage bis bald, meine lieben Kreativen. Ciao mit Kakao.